Frank, wir haben immer in diesen Interviews über dein gesellschaftliches Engagement gesprochen. Mhm. Da wissen viel zu wenig Leute Bescheid darüber, was du alles machst. Unter anderem die Deutsche Meeresstiftung. Und ich würde sagen, du bist der Botschafter von World Future Council. Ja. Und da ist doch eine tolle Schnittmenge, denn das Thema Meere und Schutz der Meere war bei euch auch ein ganz wichtiges Thema, nicht? So, ja, das ist ein wichtiges Thema. Und die Deutsche Meeresstiftung ist aber sozusagen in der partnerschaftlichen Beziehung zum World Future Council. Aber du bist ja auch Repräsentant, kann man ja auch sagen. Naja, für den World Future Council stehe ich eher für die Friedensthemen. Ah, für die Friedensthemen. Okay. Und ist auch so ein bisschen meine Historie, ja immer Kriegsdienstverweigerer, immer antimilitaristisch eingestellt. Muss man auch sein heutzutage. Ich meine, ja, heute ist es einfach, damals war das noch nicht so einfach. Ich meine, heute werden Stellvertreterkriege geführt, nicht so direkte Kriege zwischen den Großmächten, aber eben halt Kriege, die überall stattfinden und natürlich auch die Umwelt belasten, die Bevölkerung belasten. Ich glaube auch, dass wir vom Bewusstsein her einen großen Schritt weitergekommen sind. Aber von den Aufrüstungen, die man beobachten kann, ist es leider der Gegenteil der Fall. Also da haben wir eigentlich schon fast wieder kalte Kriegszeiten.